Okay, nach einem relativ feuchten Beginn hat der Tag doch noch ein gutes Ende genommen hier in Jerez. Wir konnten ausgiebig die Panigale V4R Probe fahren und der Tag endete mit einer echten Überraschung. Denn es ist eigentlich eine Panigale V4 und doch ganz anders als die V4, die wir bislang kannten. Denn die V4R ist wirklich ein reinrassiges Rennmotorrad. Den Unterschied macht natürlich der Motor mit 1000 Kubik, der auf 234 PS kommt, wenn er so ausgestattet ist wie hier in dieser Version, die wir gefahren sind, mit offenem Rennauspuff. Und es ist aber nicht nur der Motor, sondern die Art und Weise, wie er funktioniert. Er hat ein unglaublich breites nutzbares Drehzahlband, das bei 8000 beginnt und sich bis 16000 Umdrehungen zieht. Das ist der Wahnsinn. Er gibt seine Leistung wunderbar gleichmäßig ab über diesen Bereich. Er macht es sehr einfach, diese Leistung auch zu benutzen und abzurufen. Das ist also echt großes Kino. Aber es ist nicht nur der Motor, der dieses Motorrad so anders macht als die bisherige V4 und so klar in Richtung Rennmotorrad rückt, es ist auch das Fahrwerk. Das Chassis ist im Prinzip das gleiche wie bei der V4S, nur etwas geändert im Bereich Lenkkopf. Da wurden Löcher reingefräst, um die Steifigkeit etwas zu reduzieren, ein bisschen mehr Flex zu gestatten. Es sind aber auch die Federelemente, die sind unglaublich sahnig, die sind so hammergeil, man kann es nicht anders sagen. Man hat unglaublich viel Feedback von der Strecke. Man hat ein unglaublich gutes Gefühl für den Grip am Hinterrad, für das, was vorne passiert, wenn man auf der Bremse in die Kurve mit hohem Tempo hineingeht. Was wohl auch mit von den Winglets kommen dürfte. Das konnten wir natürlich jetzt nicht herausfinden, was wie großen Anteil hat, aber die Winglets werden mit Sicherheit einen großen Anteil haben, denn in Sachen Aerodynamik hat man sich hier sehr viel Mühe gegeben. Das sieht man auch an der Verkleidung mit der höheren, breiteren Scheibe, an der breiter gewordenen Verkleidung. Der Windschutz ist perfekt, man spürt fast gar nichts vom Fahrtwind. Und die größeren Kiemen hier an der Seite sorgen dafür, dass die Kühler nicht größer werden mussten, sondern sie arbeiten jetzt effizienter, weil sie ihre heiße Luft besser abtransportiert bekommen. Bremsen, ein Traum. Insgesamt einfach ein richtiges Rennmotorrad. Es war ein Spitzenerlebnis und das Schöne, die Trockenkupplung ist wieder zurück. Die Panigale V4R hat wieder eine Trockenkupplung, was bei reinen Rennmaschinen durchaus Sinn macht, weil die natürlich nicht so heiß wird wie im Öl und auch ihren Abrieb nicht übers Öl abtransportiert, was dann nicht das Öl verschmutzt. Also es ist von vorne bis hinten ein reines Rennmotorrad geworden und ein ziemlich geiles dazu.